Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Agrar heute TV mit interessanten und aktuellen Themen rund um die Landwirtschaft. Auch heute wieder kurz und informativ für Sie zusammengefasst in nur 7 Minuten. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Aktuelle Lage in der Landwirtschaft. Präsident Ruckwied stellt neuen Situationsbericht vor. Biokraftstoffe aus Raps, Spielball der Politik und unsere Marktberichte zur aktuellen Lage der Milchviehbetriebe und dem Anstieg des AMI-Index für Agrarrohstoffe. Um die Zukunft der Agrarpolitik ging es auf der Landesversammlung des Bayerischen Bauernverbandes in Herrsching. Präsident Walter Heidel forderte ein starkes EU-Agrarbudget. Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner bekräftigte, die Bundesregierung wolle den Bauern auch künftig ein verlässlicher Partner bleiben. Sachorientiertes und konstruktives Zusammenwirken von Berufsstand und Politik ist geboten, um auch künftig Grundlagen für eine starke bayerische Landwirtschaft und einen starken ländlichen Raum zu haben, sagte der Präsident des Bayerischen Bauernverbands Walter Heidel kürzlich in seiner Eröffnungsansprache der Landesversammlung in Herrsching. Er kritisierte unter anderem die Vorschläge von EU-Ratspräsident Herman van Rompuy. Nach letzten Überlegungen könnten im EU-Agrarbudget 17 Milliarden Euro weniger zur Verfügung stehen, was deutlich höhere Kürzungen für die bayerischen Bauern bedeuten würde. Mit Blick auf die weiteren Finanzberatungen forderte er Landwirtschaftsministerin Aigner auf, sich weiterhin für eine starke europäische Agrarpolitik einzusetzen und eisern zu verhandeln. Aigner betonte in ihrer Rede, dass die Bundesregierung auch weiterhin ein verlässlicher Partner der Bäuerinnen und Bauern bleiben werde. In Bezug auf die umstrittenen Pläne der EU-Kommission, mit dem Greening künftig 7% der Acker- und Dauerkulturflächen aus der landwirtschaftlichen Produktion herauszunehmen, mahnte die Ministerin vernünftige Lösungen an. Wie immer an dieser Stelle die wichtigsten Kurznachrichten der Woche für Sie im Überblick. DBV-Präsident Joachim Ruckwied stellte Mitte der Woche in Berlin den neuen Situationsbericht in der Bundespressekonferenz vor. Das abgelaufene Wirtschaftsjahr sei dem Bericht zufolge insgesamt zufriedenstellend verlaufen, allerdings mit Unterschieden je nach Betriebsform und Betriebsgröße, so Ruckwied vor der Presse in Berlin. Weitere Details zum Situationsbericht finden Sie in unserer Rubrik Betriebsführung. Die Kosten für Futtermittel bleiben trotz des Rückgangs der Sojapreise im Herbst auf einem sehr hohen Level. Dabei stiegen die Futterkosten in der Rinderhaltung dieses Jahr deutlich stärker als in der Schweinemast. Speziell Rinderhalter mussten dieses Jahr also tiefer in die Tasche greifen, und zwar um zusätzliche 39% des Futterpreises. Rund 600 Menschen demonstrierten vergangenen Freitag vor dem Europäischen Patentamt in München gegen die Patentierung von Pflanzen und Tieren sowie Agrogentechnik. An diesem Tag lief beim Patentamt die Einspruchsfrist gegen das sogenannte Schrumpeltomatenpatent aus. Agrochemiekonzerne wie Monsanto, Syngenta, DuPont und Bayer dominieren große Teile des weltweiten Marktes für Saatgut und lassen sich Pflanzen patentieren. Die Initiatoren der Demonstration fürchten, dass die Unternehmen durch weitere Patentrechte ihre Vormachtstellung noch weiter ausbauen. Biokraftstoffe aus Raps, ein Spielball der Politik? Diese Frage wurde zu Beginn der Woche im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft bei einem hochkarätig besetzten Dialogforum diskutiert. Über 100 Teilnehmer aus Praxis, Züchtung, Wirtschaft und Presse waren gekommen, um auch über die Folgen der im Gespräch befindlichen ILOG-Faktoren zu diskutieren. Zu Beginn des Forums warf dann auch der neue Vorsitzende der UFOP, Wolfgang Vogel, die Frage nach den Konsequenzen für den Rapsanbau auf. Welche Entwicklung die Biokraftstoffpolitik in den letzten Jahren genommen hat, zeigte im Anschluss Professor Dr. Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel auf. Im Moment nimmt die EU und hier insbesondere Deutschland eine führende Rolle beim Biodiesel ein. Werden die aus Brüssel vorgeschlagenen ILOG-Faktoren zur Berücksichtigung indirekter Landnutzungsänderungen umgesetzt, hätte dies wohl verheerende Folgen für die Kraftstoffe der ersten Generation. Der deshalb drohende Ausschluss des Rapses für die Biokraftstoffproduktion nach 2020 war dann auch Thema bei der anschließenden Podiumsdiskussion. UFOP-Vorstandsmitglied Heinrich Kemper mahnte darin den begrenzten Bemessungshorizont für die nachhaltige Bewertung von Raps an. In seinem Schlusswort unterstrich der stellvertretende UFOP-Vorsitzende Dietmar Brauer die Erfolge der Biokraftstoffe aus Raps. Die geplanten ILOG-Faktoren ließen aber auch ihn schwarz für den Biodieselmarkt in Deutschland sehen.
Deshalb wird die UFOP in den kommenden Monaten alles dafür tun, den schwierigen Aufschlag der EU mit überzeugenden Argumenten für den Raps zurückzuspielen. Und nun kommen wir gern wieder zu unseren Marktberichten. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der AMI-Index für Agrarrohstoffe die Marke von 150 Punkten geknackt. Gegenüber dem Vorjahr haben die Preise der 13 wichtigsten in Deutschland erzeugten Agrarrohstoffe um 8% angezogen. Auch im Dezember dürfte die stetige Nachfrage nach Weizen für das Drittlandsgeschäft für stabile bis feste Preise am Getreidemarkt sorgen. Demgegenüber gehen die Marktbeteiligten bei Rohmilch von einem saisonal üblich schwächeren Verlauf der Erzeugerpreise aus. Bereits Ende November gerieten die Schlachtviehpreise zunehmend unter Druck. Diese Entwicklung wird sich wegen der unbefriedigenden Nachfrage wohl auch im Dezember fortsetzen. Nach der Erholung von der Milchkrise in den Jahren 2010 und 2011 hat sich die Lage in den Milchviehbetrieben insgesamt wieder spürbar verschlechtert. Dies zeigen auch die Ergebnisse einer Modellrechnung der Agrarmarktinformationsgesellschaft MBH. Derzufolge haben die Milcherzeugerpreise, die rund 90% der Erlöse ausmachen, bis Juli deutlich nachgegeben. Zeitgleich sind die Kosten, speziell für Futtermittel, kräftig gestiegen. Dadurch ist die Differenz aus Gesamterlösen und variablen Kosten im Jahr 2012 um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Bevor ich mich für heute von Ihnen verabschiede, werfen wir gemeinsam noch einen Blick aufs vorweihnachtliche Wetter. In Konstanz am Bodensee pendeln die Temperaturen tagsüber in den nächsten Tagen um 0 Grad. Nachts werden Temperaturen von bis zu minus 8 Grad erreicht. Gelegentlich zeigt sich aber auch die Sonne. Das Agrarheute-Profi-Wetter für Ihren Ort finden Sie wie immer kostenfrei unter agrarheute.com. Danke fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.